Hallo, Freunde der unter Umständen letzten heidnischen Gelbsucht. Mein Name ist Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei mir in meinem winterlichen Springfield. Bevor es jetzt hier weitergeht, zeige ich euch erst nochmal schnell, was die letzten zwei Tage passiert ist und dann sehen wir uns gleich wieder. Uff, Martin, du hast aus deinen Händen Eiszauber auf diesen Typen geschossen. Wow, okay. Es scheint, als würden meine Eisprinzessinnenkräfte stärker, je länger ich dieses Kleid trage. Okay. Einem von denen hast du eine Frostbeule verpasst. Der andere, glaube ich, hat's nicht überlebt. Wow. Alles klar. Ach, Prinzessin Nerd. Alles klar. Bart? Hi, Martin. Ich komme zur Spielverabredung. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich auch ein Eisprinzessinnenkostüm trage. Kein Problem für mich. Bart aber auch. Ernsthaft? Und Milhouse? Ernsthaft? Hey, ihr tragt alle Eisprinzessinnenkostüme. Es ist toll, dass ein Film über Mädchen auch Jungen erreichen kann. Sollen wir Tee-Party spielen? Nee, wir spielen Kotz ab, den neuen super brutalen Ego-Shooter. Kotz ab? In unseren Kleidern. Das fängt ja gut an. In unseren Kleidern. Geil. So, da sind wir auch schon wieder. Und während ich mich hier so ein bisschen ärgere und ein kleines bisschen hier noch versuchen muss, meine vier Runensteine. Ja, mich ärgert, dass ich hier, ich krieg meinen Zwerg nicht auf Level oder das Zwerg im Haus Geschichte, die Box, was auch immer ich hier auflevele. Ich krieg's nicht auf Level 15. Mir fehlen hier. Ich könnte es mir für 59 Donuts, könnte ich mir jetzt 392 Schuldstaub kaufen. Aber das lasse ich mal besser bleiben. Ich habe alles, habe hier alles gekriegt. Ich habe leider, habe ich es nicht, ich habe es verpeilt, ehrlich gesagt, aufzunehmen. Als ich mir hier das letzte geholt habe, den Sternenschneeanzug Maggie. Den Sternenanzug für meine kleine Schneemaggie. Ich habe das hier oben hingestellt, weil da ja meine kleine Maggie sowieso ständig beschäftigt ist. Deswegen hat sie jetzt hier auch, hier, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was das ist. Das sieht aus wie so ein Krippenspiel oder sowas. Sacrifice your sheep to Odin? Ah, okay, dann ist das wohl doch eher. Habe ich nicht drauf geachtet. Habe ich nicht drauf geachtet. Hätte ich mal lieber tun sollen. Dann hätte ich das nämlich gleich hier irgendwo hingestellt. Wie wäre es mit. Hier zum Beispiel. Machen wir hier noch ein bisschen Platz. Achso. So ungefähr. Das setzen wir dann auch so ein kleines bisschen hier eher hin. So. Und dann können wir auch das große Zelt hier noch ein kleines bisschen versetzen. Und auch den komischen Mann. Versetzen wir nochmal eins. Drehen wir ihn vielleicht auch rum? Ja, komm, wir drehen ihn rum. So. Was jetzt allerdings noch weiter ist. Das Event endet offiziell zumindest in 4,5 Minuten. Das heißt, ich habe nur noch 4,5 Minuten Zeit, um um 14 Runensteine zu bekommen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Heiden hier in meinem Springfield rumlaufen habe aktuell. Moment, wie war das? Wie war das mit den. Wie war das denn? Verdammte Axt, ich hab's verpeilt, vergessen. Ich hab's vergessen. Wie konnte ich denn zu meinen Heiden springen? Irgendein Ding konnte ich noch auswählen. Und dann ist er. Ach genau. War das nicht hier? So? Ja. Nee, nicht den. Stripclub gibt's hier nicht bei mir im Springfield. So. Und da ist noch was. Es gibt keine Heiden mehr in meiner Stadt. Leck mich fett, es sind noch zwei. Hey, wie ist das? Wie ist das bei meinen Freunden? Kann ich da nicht auch irgendwie ruden oder sowas? Ich hab dieses Dings, kann ich immer mal 1, 2, 3, 4, hopsa, nicht, dass sich irgendjemand hier.
Wenn ich jetzt auf den Krusty Land geklickt habe, werde ich sauer. Wobei, müsst ihr dann auch gehen. Hier, zeigt euch, ihr Heiden. Ernsthaft, es gibt nur Geld? Wieso kriege ich nur Geld? Wieso kriege ich nur Geld? Ich will kein Geld, ich scheiß auf Geld. Auf Geld und Erfahrung, brauche ich nicht. Was ist das für ein Kacke? Oh, verdammte Axt. Ich sehe es echt kommen hier wegen zwei scheiß Runensteinen. Na gut, die könnte ich mir eventuell noch kaufen. Ha, da waren Runensteine. Ich habe es genau gesehen, aber es ist wahrscheinlich nur einer. Nein, es waren mehr. Wow, jetzt habe ich 1260. Dann gehe ich jetzt mal schnell nach Hause. Und kaufe mir schnell noch meinen versenkten Mönch. Tunk den Mönch in ätzende Säure. Oder so. Allerdings werde ich mir da wohl vorher... Oh, danke. Ich wollte mir sowieso, jetzt habe ich schon ein bisschen Zeit, ich wollte mir sowieso Gedanken machen darüber, wie ich denn da jetzt am besten noch ein bisschen Platz schaffe für meinen versenkten Mönch, wobei ich natürlich auch gar keine Ahnung habe, ehrlich gesagt, wie groß dieses Ding denn überhaupt ist. Aber das werde ich ja dann gleich sehen. Aber irgendwo muss ich natürlich Platz schaffen. Das gehört natürlich dann auch wieder in meine heidnische Ecke. Gar keine Frage. Ich würde mal fast sagen, ich setze mal hier die komische Höhle von Mr. Winterkönig Frost hier um die Ecke. Und bevor es mir dann vielleicht doch irgendwie gleich noch verschwindet, nehme ich mir jetzt hier den versenkten Mönch. Das war knapp, würde ich mal fast sagen. Hier ist der versenkte Mönch. Dann aus Spaß versenken wir auch direkt den Mönch. Schwupp. Moment, das will ich nur mal von nahe sehen. Ja. Mr. Eispalast, mach, dass es weggeht. Nicht schlecht. Okay. Dank the Monk. Geil. Dank the Monk. Okay. Nicht Monk. Wir wollen ja hier nicht den Mönch mit einem Affen, akustisch zumindest, halbwegs gleichsetzen. Dann schauen wir mal, was Martus hier noch zu sagen hat. Ich dachte, wir beide könnten ein paar Besorgungen machen, Maggie. Daraus wird immer eine neue Daraus wird immer eine spannende Suche. Ach so, das sind die Dialoge jetzt oder die Story für den Schneeanzug von Maggie. Schnuck, schnuck. Oh, Maggie. Holen wir ein paar Windeln. Und weil es draußen kalt ist, darfst du deinen Sternenschneeanzug anziehen. Ja, meine kleine Maggie kriegt ihren Sternenschneeanzug. Für den einfach jeder ein Kompliment übrig hat. Es gehört sich auch so. Schnuck, schnuck, schnuck. Lass Marge Vorräte an Windeln auffüllen. Windeln kaufen. Übergang in neuen Akt. Was denn für einen neuen Akt? Was passiert jetzt? Ich. Hä? Was denn du? Neue Herausforderung? Hä? Ja, ich will den nicht. Wir nehmen lieber einen Donut. Ich bin irritiert. Was ist denn jetzt? Jetzt ist der Dings vorbei, oder was? Nee, ich kann hier unten immer noch. Aber oh. Ach, das geht noch weiter, oder wie? Oh, cool. Ich kann noch Geschenkgutscheine. Ich kann mir noch Geschenkgutscheine abgreifen. Wie viel habe ich denn hier überhaupt? 672. So, so. Das ist ja... Oh, was denn hier? Achso, ich habe sie noch gar nicht geschickt. Wieder reingescrollt, ein Tacken. Immer wenn er neu lädt. Immer wenn er neu lädt. Oder wenn es neu lädt. Was haben wir denn hier noch? Ich ziehe kein Kostüm an. Musst du auch gar nicht. Hat keiner von dir verlangt. Wirst du doch. Jeder wird mich auslachen. A. Du wirst jetzt schon ausgelacht. Und B. Babys und Senioren sehen so süß aus, wenn man sie verkleidet. Naja, ich weiß nicht. Und mal im Ernst. Was haben diese beiden Gruppen der Welt sonst noch zu bieten? Das Grandpa Silvester feiert. Oh je. 4 Stunden. Ja, das geht hin.
Das geht hin. Das kommt hin. Das geht. Das funktioniert. Was ist das jetzt hier? Achso. Dann kann ich ja hier die Jungs auch jetzt endlich... 24 Stunden. Das ist ganz schön lange. Bad im Eispalast spielen. Im Eisschloss spielen. Milhouse im Eispalast. Da steht Eispalast. Hier steht Eisschloss. Aha. Ich hab schon gedacht, ich wäre blöd und könnte nicht anständig lesen. Aber das ist schon... Hat schon alles seine Richtigkeit so. Ja, aber cool. Dann habe ich ja doch mehr oder weniger alles... Naja, den komischen Zwerg. Der Zwerg ist jetzt das Einzige, was noch übrig geblieben ist. Jetzt weiß ich natürlich nicht, hier steht keine... Keine Dauer mehr, wie lange ich jetzt den Zwerg noch haben kann. Aber unter Umständen habe ich hier sogar wirklich noch die Möglichkeit, den Zwerg auch noch auf Level 15 aufzurüsten. Und vielleicht bekomme ich ja sogar noch, noch genug Geschenkgutscheine, um mir nochmal so ein Geschenk abzugreifen. Ich wage es zwar ehrlich gesagt zu bezweifeln, weil es geht hier nur alle 4 Stunden. Ich habe den Zweck jetzt natürlich, habe ich das angezeigt? Ja, habe den Zweck jetzt natürlich vor kurzem erst gemacht. Müssen wir mal gucken. Was ich jetzt auf jeden Fall mal machen kann, ist... Achso, hier ist noch alles voll. Ich kann jetzt endlich mal hier wieder anfangen. mich hier um meine Donuts zu kümmern. Da konnte ich ja doch eine ganze Zeit lang nichts machen. Ich habe es wirklich jetzt einmal wieder, ich glaube das zweite Mal insgesamt überhaupt, habe ich es jetzt nicht geschafft, mir hier meine 5 Donuts abzugreifen, die ich ja dann hier am Schluss bekomme. Was haben wir denn hier überhaupt? Lass mich in der Station ein Nickerchen halten. Na, das ist 8 Stunden für einen Donut, naja. 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 Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Das heißt, ich kann jetzt alle hier noch schnell 4 Stunden lang schicken. Beziehungsweise eine Stunde, das hat ja leider nicht jeder, eine 4 Stunden Jobs. Einige haben nur 8 Stunden. Nee, ist nicht wahr. Entweder haben sie 4 oder eine Stunde. Also eins von beiden geht immer. Hier unten habe ich kein Sacrifice your sheep to Odin. Das mit Maggie zusammen ist schon ein bisschen hart. Also, für alle, die es nicht wissen, Sacrifice heißt opfern. Opfer deinen Schaf für Odin, heißt es quasi. Was das jetzt mit Maggie und ihrem komischen Sternenschneeanzug zu tun hat, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Bin mir auch nicht sicher, ob ich das unbedingt wissen möchte. Aber, naja. Jeder wie er will. Quiek, quiek. Aber das klingt gemütlich. Das klingt gemütlich nach warm und Gruppen und Lachen und Met und. Hier, Antler Retail. Oh, Chiking. Ja, ja, Chitting, Chitting, Chitting. Das ist die Hauptsache, ne? Ja, mehr passiert hier nicht mehr. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal von mir für diese Runde und mit großer Wahrscheinlichkeit auch. Für das Winter-Update. Was allerdings... es gibt... Wo waren denn... Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr. Jetzt weiß ich natürlich nicht... Wo ich die Figurensammlungen einsehen kann. Weil ich ein schlecht informierter Idiot bin. Wo kann ich denn die... Figurensammlungen einsehen? Ne, hier auch nicht. Na gut. Lassen wir das. Es gibt, ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt. Verdammte Axt, ich hätte mich mal vorher informiert. Es ist mir jetzt auch eben gerade erst wieder eingefallen, dass, ja, unter Umständen noch was hinten dran kam. Das, was das Event jetzt hier angeht, was das Update angeht. Irgendwas mit Homer. Heretische Homer oder irgendwie sowas in der Richtung. Was ja auch ganz gut hiermit zusammenhängen oder zusammenpassen könnte. Heresie ist ja Gotteslästerung. Was das Heidentum ja angeblich dann auch ist. Kommt halt immer ganz drauf an, wie man das alles so nimmt. Verdammt, ich kann mir das nicht merken. Ich kann mir nicht merken, wo ich die Figuren einsehen kann. Das ist doch kacke, ist das doch. Also diese Sammlungen meine ich jetzt nicht. Meine Figuren, wo ich meine Figuren einsehen kann, weiß ich. Habe ich euch ja gerade demonstriert, dass ich das weiß. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, die Sammlungen
die Figurensammlungen einzusehen. Und das kann ich mir einfach nicht merken. Ich vergesse das immer und immer und immer wieder. Und ich bin jedes Mal, jedes Mal wieder auf der Suche nach diesem Scheiß. Ich habe keine Ahnung. Na gut, lassen wir das. Falls denn noch was kommen sollte, was das Winter-Update angeht, dann werde ich euch das natürlich auch zeigen. Gibt es natürlich auch da wieder ein Video dazu, gar keine Frage. Falls nicht, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwas zu Silvester geben. Silvester und Neujahr natürlich. Und dann würde ich sagen, ja, war es das von mir für diese Runde. Für dieses Event-Update unter Umständen auch schon. Das sieht immer noch seltsam aus. Lass das doch mal hier kurz. Ja, aber so ist auch nicht viel besser. Das stimmt schon, das hat schon. Hat schon seine Richtigkeit. Es ist zwar kacke, dass das so aussieht, aber es geht irgendwie anscheinend nicht anders. Ich verstehe nicht so genau, warum. Aber, naja.